Wenn man es auf den Punkt bringen wollte, könnte man sagen, die EZB hat heute einen Plan beschlossen, der faktisch bedeutet, dass Wohlstand umverteilt wird von Deutschland nach Italien. In größerem Zusammenhang könnte man sagen, von den solideren, finanziell solideren Nordländern der Eurozone zu den weniger soliden Südländern der Eurozone. Und das Verrückte dabei ist, es regt sich niemand auf, es beschwert sich niemand. Das geht einfach so durch. Man scheint schon so abgestumpft zu sein gegenüber dieser Transferunion, dass das nicht einmal von irgendeinem Politiker etc. kommuniziert oder irgendwie thematisiert wird. Und was da genau passiert, das wollen wir uns hier mal anschauen. Es ist nach meiner Auffassung ein Riesending, das aber in der Öffentlichkeit überhaupt nicht diskutiert wird. Und vielleicht ist es Zeit, eben mal hier den Finger in die Wunde zu legen. Was hat die EZB beschlossen? Wir hatten ja gestern diese Notfallsitzung der Europäischen Notenbank. Darin hat sie gesagt, ja, wir wollen etwas tun, dass die Anleiherenditen Italiens, Spaniens, Portugals etc. nicht noch deutlich weiter steigen. Was genau man aber tun will, das war noch ein bisschen unklar. Man wollte irgendwie auslaufende Anleihen aus diesem PEP-Notfallprogramm dann irgendwie wieder reinvestieren in diese Anleihen. Heute aber hat die EZB klar gemacht, wie sie sich das Ganze vorstellt. Und zwar will sie auf der einen Seite Anleihen kaufen, etwa von Italien, Spanien und Portugal. Und will auf der anderen Seite dafür, damit die Geldmenge nicht deutlich weiter steigt und damit die Inflationsgefahren, andere Anleihen verkaufen. Ergo die Anleihen von Ländern, deren Renditen, deren Risikoprämien nicht so hoch sind, etwa Deutschland, Holland. Und das bedeutet im Endeffekt, dass die Zinsen für deutsche und holländische Anleihen tendenziell steigen, für italienische und spanische und portugiesische tendenziell fallen. Und an diesen Zinsen hängt ja so viel, wenn sie etwa einen Immobilienkredit haben wollen, dann orientiert er sich an der Rendite der 10-jährigen deutschen Staatsanleihe, an die wiederum die Pfandbriefe gebunden sind. Faktisch bedeutet das also, dass die Kreditaufnahme für deutsche Kreditnehmer teurer wird, latent, und für italienische Kreditnehmer latent billiger wird. Das bedeutet faktisch dann auch, dass die Kreditaufnahme für Deutschland insgesamt als Staat latent teurer wird, für Italien latent billiger wird, denn wenn die EZB italienische Staatsanleihen kauft, tritt sie als großer Nachfrager auf, was die Renditen, also die Zinsen, nach unten drückt. Und da die EZB dann keine deutschen Anleihen mehr kauft, sondern im Gegenteil vielleicht sogar deutsche Anleihen verkauft, entsteht Druck auf die Renditen. Mithin steigen also die Renditen und die Zinsen. Und das werden wir alle wunderbar zu spüren bekommen. Und es ist wirklich eine erstaunliche Geschichte, dass das offenkundig niemand so wirklich aufgefallen ist, was das Ganze bedeutet. Ja, es ist nicht nur so, dass damit der freie Markt ausgehebelt wird. Wir haben uns ja an diese Manipulation jetzt schon gewöhnt und kaum war klar, dass die EZB eigentlich aus diesem Quantitative Easing, also den Anleihekäufen, aussteigen will, sind ja die Renditen vor allem der Südländer massiv nach oben gegangen. Also die Zinsen, die die Staaten bieten müssen, wenn sie Anleihen emittieren. Jetzt aber in Reaktion auf das, was die EZB heute verkündet hat, sehen wir, dass die deutschen Anleiherenditen deutlich steigen, die der Italiener aber tendenziell gefallen sind. Wir also eine Angleichung sehen, die faktisch eine Umverteilung von Wohlstand bedeutet, denn es wird jetzt praktisch wieder der Markt weiter manipuliert. Es hat mit einem freien Markt nichts mehr zu tun. Keiner kann jetzt wirklich in irgendeiner Form belegen, warum jetzt etwa die Renditedifferenz, die Zinsdifferenz zwischen italienischen und den deutschen Staatsanleihen da oder dort ist, sondern das ist praktisch jetzt Mechanik, indem eben die EZB italienische kauft und deutsche verkauft. Und dann haben wir heute den Italiener Visco gehabt, das ist ein EZB-Mitglied, Ignazio Visco aus Italien, der gesagt hat, ja, also hier die Spreads, also die Renditedifferenzen zwischen der deutschen und der 10-jährigen deutschen Bundesanleihe und der 10-jährigen italienischen Anleihe, die sei ja viel zu hoch, 150 Basispunkte, also 1,5%, das sei gerechtfertigt, so sagt Visco. Cool, dass wir also hier ein italienisches EZB-Mitglied haben, das genau weiß, wie diese Renditedifferenzen auszusehen haben. Das alles ist gelebte Planwirtschaft, meine Damen und Herren. Es ist die Abtötung jeglicher freien Märkte. Das ist an sich schon eigentlich ein Skandal, aber es ist unglaublich, dass sozusagen jetzt jede Marktkraft
jede Marktfindung von Preisen, Risikobewertungsparameter wieder mal verschwinden und das Ganze dann noch mit einem Wohlstandstransfer letztendlich verbunden ist. Es ist vielleicht so ein bisschen der finale Akt in der Eurozone, denn das dürfte auch die Deutschen, wenn es mal ein bisschen enger wird, wenn der Kuchen kleiner wird, dann kann ich mir vorstellen, dass da ein bisschen Widerstand auch mal kommt, dass den Leuten auffällt, hey, wir zahlen ja faktisch die Zeche jetzt für die anderen. Das tun wir sowieso, indem wir ja haften. Deutschland ist ja praktisch krass in der Haftung über den Kapitalschlüssel. Kein anderes Land haftet so viel für das, was bei der EZB passiert, wie Deutschland. Auf der anderen Seite haben wir de facto kaum ein Mitspracherecht. Es gab noch keinen deutschen EZB-Präsidenten oder eine EZB-Präsidentin. Und dieses Ungleichgewicht setzt sich fort. Faktisch ist das ein Sieg der Südländer auf Kosten letztendlich finanziell solider Staaten wie Deutschland, Holland oder nehmen wir auch Finnland mit dazu oder Österreich, wenn man so will. Und das ist letztendlich ein Verlust eines weiteren Disziplinierungstools, wenn man so will, wie Holger Cepic hier schreibt. Das bedeutet nämlich, dass die Italiener dann natürlich wieder sagen können, oh, können wir ja mehr Schulden wieder aufnehmen, weil die EZB kauft die ganze Geschichte. Und damit ist ein Markt außer Kraft gesetzt, damit ist fiskalische Disziplin wieder außer Kraft gesetzt und wir haben dann eine totale Steuerung durch die Planbehörde EZB. Insgesamt soll das Ganze, wie Hannes Zipfel hier gezeigt hat, etwa 17 Milliarden Euro umfassen. Das ist fast so viel wie bei diesem sogenannten APP, Asset Purchase Program, das ja jetzt auslaufen wird am 30. Juni. Und man hat gesagt, man wird hier flexibel bleiben. Das heißt, man kann etwa als EZB, so hat man sich das praktisch selber als Regel vorgegeben, schon italienische Anleihen kaufen, bevor auslaufende Anleihen aus dem Bestand überhaupt fällig geworden sind. Auch das ist eine lustige Anekdote. Also es ist letztendlich die Aufhebung jeglicher Regelwerke, wenn man so will. Kurzer historischer Rückblick. Was ist passiert, als der Euro eingeführt wurde? Damals gab es die Lira, gab es die Peseta etc. Da war also tendenziell eine Weichwährung der Fall in Italien, auch in Spanien. Das bedeutete, dass damals die Zinsen in Italien und in Spanien vor Einführung des Euros sehr, sehr hoch waren. Als dann der Euro eingeführt wurde, passierte Folgendes, die Zinsen sanken, weil jedem klar war, okay, das ist jetzt so eine Art Haftungsunion, die Deutschen werden haften, also sanken die Zinsen gerade für Italiener und für Spanier, was dann in diesen Ländern, vor allem in Spanien, etwa einen Immobilienboom, eine Immobilienblase ausgelöst hatte und das Ganze ging dann mit der Finanzkrise schief, diese Booms platzten, diese Blasen platzten, woraufhin Kapital wieder aus den Südländern zu den Nordländern, vor allem nach Deutschland geflossen war. Vorher mit Einführung des Euros war es genau andersrum. Da floss Kapital aus Deutschland, aus den Nordländern, raus in die Südländer. Denn da waren die Zinsen immer noch höher als eben in den Nordländern. Da wurde da viel Geld investiert und dann konnte eben dieser Boom nicht dauerhaft Bestand haben. Dann platzte die ganze Geschichte und in Panik haben dann die Investoren versucht, wieder ihr Geld in die sicheren Häfen wie Deutschland zu bringen, was dazu geführt hat, dass wir in Deutschland einen gewissen Boom erlebt hatten. Hier sehen wir mal eine Grafik, die zeigt, dass die Lohnstückkosten in Deutschland, damals galt Deutschland ja in den 90er und frühen 20er Jahren als kranker Mann Europas, weil wir sehr unter diesen Kapitalabflüssen gelitten hatten und gleichzeitig die Löhne fielen. Das aber hat uns wettbewerbsfähiger gemacht, während in Italien und vor allem in Spanien die Löhne sehr, sehr stark gestiegen waren. Und seit 2012, seit der Finanzkrise bzw. der Eurokrise war das Jahr 2012, die Mario Draghi dann nochmal bewältigt hatte mit dem Satz "We do everything to preserve the euro and believe me, it will be enough", dass diese Krise dann letztendlich zu einem gewissen Aufschwung in Deutschland geführt hat, während die Südländer eben unter diesen Kapitalabflüssen nach wie vor leiden. Jetzt soll das Ganze also ein Stück weit wieder umgekehrt werden. Jetzt sehen wir also praktisch wieder den Versuch, Kapitalflüsse von Deutschland und Holland und Finnland, von Österreich Richtung Süden der Eurozone zu lenken. Das ist eine Art Planwirtschaft mit Kapital, könnte man sagen. Und ähnlich betreiben es ja auch die Japaner. Die Schweizer waren da auch ganz weit vorne und die Schweizer haben heute beschlossen, den Zins um 0,5% zu erhöhen. Der ist jetzt immer noch negativ bei minus 0,25%, aber
der Schweizer Franken dann massiv aufgewertet und das hat dann auch dazu geführt, dass der Yen aufwertet, denn jetzt ist bald die Sitzung der japanischen Notenbank und man denkt sich jetzt, der Druck auf die Japaner, der wird so groß, dass auch die etwas machen müssen, deswegen der Yen heute aufgewertet, der ja zuletzt im freien Fall war. Und apropos Schweiz, apropos Schweizer Nationalbank SNB, die hat nicht nur diesen Zinsschritt beschlossen, sondern auch gesagt, ja, der Franken ist jetzt gar nicht mehr so überbewertet und das kann bedeuten und dürfte bedeuten, dass die Schweizer Nationalbank, die ja eigentlich der größte Hedgefonds der Welt ist, wie andere Hedgefonds macht man diese sogenannten 13F-Filings, wo man seine Aktienpositionen darstellt und die Schweizer Nationalbank ist praktisch vollgesogen mit Aktien, vor allem aus den USA und es kann sein, dass da aus dem Bestand jetzt etwas verkauft wird. Und schauen wir uns das mal an, da ist Apple ganz oben. Wenn Sie sich wundern, warum Apple heute 4% gefallen ist, könnte das vielleicht ein erstes Indiz sein. Man hat mit die größte Position in Apple, dann kommt Microsoft, dann Amazon, dann Alphabet und dann Tesla. Also das könnte Verkaufsdruck bedeuten, dass die Schweizer jetzt so langsam ihre lange Jahre sehr gute Idee, Aktien zu kaufen, jetzt ein bisschen rückabwickeln. Und derzeit sehen wir, wenn wir jetzt zu den Märkten überwechseln, wie überverkauft die ganze Geschichte ist. Aus dem S&P 500 Technology Sektor, also Technologie, sind mehr als 90% der Aktien in einem Bärenmarkt, sind also mindestens 20% von ihrem Hoch gefallen. Wir sehen jetzt, dass der S&P wahrscheinlich, wenn morgen nicht noch ein Wunder oder heute passiert, in 10 der letzten 11 Wochen gefallen ist. Das gab es zuletzt, als Nixon den Goldstandard gekillt hat mit Bretton Woods, um das Inflationsproblem damals zu lösen. Das ist ihm, wie wir wissen, nicht ganz gelungen langfristig. Und jetzt nochmal auch zur Markttechnik. Wir sehen den Bullish Percentage Index. Der ist jetzt bei 7. Das ist der geringste Wert im Jahr 2022, geringer als 2018. Da gab es ja auch Turbulenzen, als die Fed die Zinsen anhob und die Bilanzreduzierung auf Autopilot schalten wollte. Und auch jetzt in der Nähe schon des Covid-Crashes. Wir sind also ziemlich ausgebombt, was die Aktienmärkte betrifft. Und das dürfte auch jetzt mit dem Verfall, mit dem großen Verfall morgen zu tun haben. Da geht es ja um über 3 Billionen Dollar, die hier praktisch gehebelt über Optionen, über Futures auf die Waage gebracht werden. Da wird also abgerechnet. Das sind ja alles Kontrakte mit einer definierten Laufzeit. Die enden dann und dann wird sozusagen das Ganze allokiert. Also wer Optionen hat, der kriegt dann die Aktie oder etc. Es gab eine Frage, wie dieser große Verfall funktioniert. Mache ich vielleicht mal ein eigenes Video dazu. Wie funktioniert eigentlich der Hexensabbat und warum ist da so viel Nervosität im Spiel? Aber normalerweise, das sehen wir hier in der Grafik, ist gerade bei großen Verfallsterminen oft eine gewisse Schwäche zu erkennen, weil da viele wahrscheinlich die Calls haben, also die auf steigende Aktienmärkte gewettet haben oder steigende Aktien, hier auf dem falschen Fuß erwischt werden. Insgesamt, wir hatten ja gestern diese wunderbare Pressekonferenz von Jerome Powell, der uns erzählt hat, wie toll die Wirtschaft dasteht, wie toll die amerikanischen Konsumenten dastehen. Hier sehen wir mal praktisch die Gap Earnings der amerikanischen Unternehmen. Die sind schon deutlich in Richtung Süden unterwegs und das liegt daran, dass die Erzeugerpreise deutlich stärker steigen als die Verbraucherpreise. Das heißt, die Kosten für die Unternehmen sind stärker gestiegen als die offizielle Inflation und man kann eben diese deutlich gestiegenen Kosten offenkundig nicht mehr zu 100% weitergeben. Dadurch geht das auf die Marge der Unternehmen und heute die Meldung, dass Samsung, ja der größte, wenn man so will, westliche Mobilfunkhersteller, jetzt gesagt hat, wir haben ein kleines Problem mit unseren Lagerbeständen, da haben wir zu viele davon und hat jetzt Zulieferer gebeten, erstmal die Füße stillzuhalten für einige Wochen, also nichts mehr zuzuliefern. Das zeigt, dass offenkundig hier alleine durch die Lagerhaltung, durch die geringere Nachfrage, die derzeit schon der Fall ist, dann auch die Inflation möglicherweise ihren Hochpunkt erreicht hat. Und ich war ja immer im Lager derjenigen, der gesagt hat, nee, nix Peak Inflation und jetzt ist keiner mehr in diesem Lager Peak Inflation nach den Inflationsdaten letzten Freitag. Aber ich glaube, jetzt ist genau der Zeitpunkt, wo möglicherweise der Hochpunkt der Inflation erreicht ist. Das sehen wir an solchen Meldungen etwa von Samsung. Das sehen wir etwa beim Philly Fed Index, der heute wieder mal massiv enttäuscht hat. Hier sehen wir, wie stark die Future Activity nach unten dreht. Das wird schon negativ. Der Index an sich war negativ. Dazu kamen
ganz miese Baubeginne, also schwache Immobiliendaten. Wir hatten auch höhere Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Also hier sehen wir das nochmal oben. Das war der größte Rückgang seit dem Corona-Crash bei den US-Baubeginnen. Also wir sehen die Bremsspuren schon ganz massiv am US-Immobilienmarkt. Und da hängt ja auch so einiges dran, eben weil die Hypothekenzinsen so massiv gestiegen sind. Ja, und zwar so massiv wie seit in dieser Woche, wie seit dem Jahr 1987 nicht mehr. Und das Paradoxe ist, dass möglicherweise mit dem Anstieg der Hypothekenzinsen dann auch Druck auf die Mieten, und zwar nach oben, entstehen könnte, aber das nur mal am Rande. Die Fed hat uns gestern, wie gesagt, ein Wunder erzählt, beziehungsweise Jerome Powell. Wird alles gut, macht euch keine Sorgen. Und man will also die Zinsen massiv anheben, geht aber davon aus, dass die Wirtschaft darunter nicht leidet. Jetzt sagt aber Bank of America, naja, wenn ihr die Inflation auf 2,2% runterbringen wollt, dann würde das bedeuten, dass die Arbeitslosigkeit massiv steigen muss, dass die Inflationserwartungen deutlich fallen müssen. In anderen Worten, so Bank of America, die Stagflation wird uns noch eine Weile begleiten und die Fed wird wahrscheinlich tendenziell, wahrscheinlich schon im nächsten Jahr, so meine Vermutung, die Zinsen senken müssen, weil sie derzeit noch viel zu optimistisch ist für die US-Wirtschaft und daher denkt, boah, wir heben mal die Zinsen auf 4% an. Das wird nicht gehen, das wird nicht funktionieren und wir sehen hier schon Order Intake in 6 Months, dass die Order-Eingänge bei Philly Fed deutlich im Sinkflug sind und dadurch dürfte dann auch der ISM-Index, der Einkaufsmanager-Index folgen und negativ werden, respektive unter 50 fallen. Also die Wirtschaft schrumpfen mit anderen Worten und schrumpfen tun schon die sogenannten Real Earnings Yields, also die realen Gewinne der Unternehmen, jetzt mal abzüglich auch der Inflation. Dementsprechend wäre der S&P 500 in diesem Szenario mit den Real Earnings Yield doppelt so teuer, wie er in den 1970er Jahren gewesen ist. Und das zeigt das ganze Dilemma. Abschließend, meine Damen und Herren, 3 Hinweise auf Artikel. Erster, Inflation und Zinsen, warum die Fed die US-Aktienmärkte ins Elend stürzt. Ein Interview und ein Artikel von mir und ein Interview von Jim Bianco. Das ist derjenige, der als erster begriffen hat, was da passiert mit der Fed und der neuen Nominierung von Jerome Powell durch Joe Biden mit dem Auftrag, bekämpfe mir die Inflation, koste es, was es wolle. Diesen Mann sollten Sie folgen, wenn Sie tendenziell Geld nicht vernichten, sondern vermehren wollen. Dann zweiter Artikel, Italien helfen, freie Märkte aushebeln. Die EZB legt noch einen nach. Das war auch das Thema hier in diesem Video. Und abschließend sehen wir, dass etwa der Gaspreis jetzt in 54% in 2 Tagen gestiegen ist. Habeck zweifelt daran, dass das nur technische Probleme der Russen sind. Es gibt weniger Gas für Italien. Und wirklich genial ist auch, dass die Inder uns jetzt praktisch russisches Öl verkaufen, weil wir das russische Öl nicht mehr kaufen. Kaufen es günstiger die Inder und die Inder verkaufen es dann wiederum uns und machen dann auch noch als Zwischenhändler saubere Profite. Und das ist ja die rationalste Welt, die man sich überhaupt vorstellen kann. Also 3 Artikel, meine Damen und Herren, unter dem Video. Ich bin gespannt, wie Sie diese Wohlstandsumverteilung, wie Sie das beurteilen. Schreiben Sie das in Kommentare, wenn Ihnen das Video gefällt oder andere Artikel, die ich hier zum Beispiel empfehle von Finanzmarktwelt, dann verteilen bitte in soziale Netzwerke, empfehlen Freunden, wie auch immer. Ich sage Servus und Ciao.